Leute, ja, was soll ich sagen? Elfen gehen ja wirklich immer bei mir. Schön, dass ihr heute nochmal mit dabei seid. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Elfenvideos ich schon gemacht habe, aber ich habe tatsächlich noch zwei neue Karten gefunden, die ich persönlich noch gar nicht angetestet habe. Also ein Elfenvideo geht scheinbar noch. So viele waren das also insgesamt noch nicht, würde ich mal vorsichtig behaupten. Hier noch ganz kurz die Deckliste. Ich denke mal, die Elfen sind ja jetzt wirklich mehr oder weniger bekannt. Wir haben die ganzen Klassiker mit dabei, aber eben heute ganz neu, einmal im Dreimana-Bereich die Freyrlees, eine neue Planeswalker-Karte, die halt super gut mit dem restlichen Deck synergiert. Wir haben natürlich Elvish Arcturret und Marwyn, um eben diesen elfentypischen, super krassen Mana-Vorteil zu generieren. Und mit Freyrlees zusammen kann das halt komplett eskalieren. Und sie kann natürlich auch noch Bonus-Elfen ranholen. Also einfach eine sehr brauchbare Planeswalker-Karte, würde ich sagen. Testen wir heute einfach mal. Und dann eben noch zusammen mit dem Lookout im Zwei-Mana-Bereich, um noch mehr Elfenkarten ranzuholen. Zusammen mit Realmwalker sollten wir dann auf jeden Fall genug Handkarten haben. Ich meine, wir haben ja auch noch viermal Collected Company. Das ist auf jeden Fall ordentlich, würde ich mal sagen. Der Rest besteht quasi nur aus Lord-Effekten, also wirklich ähnlich wie die Zombies oder die Mehrvolk-Decks mal wieder. Heute 12 Lord-Effekte. Der Arcturret natürlich der super, super Lord. Wäre natürlich optimal, wenn wir den heute ein bisschen öfter sehen. Am besten mit dem Zug 1 Llanowar 11, schön den Arcturret, dann Freyrlees hinterher und dann haben wir das Spiel quasi schon gewonnen, würde ich mal sagen. Einfach mal schauen, wie das läuft. Als Finisher wie immer Allosaurus Shepherd und der Warmaster. Also wir haben wirklich super gute Karten hier mittlerweile. Die Elfen gehen wirklich richtig ab. Ich glaube, da sage ich euch ja wirklich nichts Neues. Würde ich sagen, zocken wir einfach mal eine Runde. Wir sehen uns zum ersten Match. Viel Spaß! Top Deck Collected Company. Das war auf jeden Fall wichtig. Freebooter hat nichts getroffen. Und der Discard war auch okay. Das war sehr okay. Wenn jetzt kein Discard kommt. Und dann mal schauen, was wir finden. Leute, ich hab Bock. Ja, Elfen gehen halt wirklich immer. Das könnte Shadow sein. Nee, eher Discard. Wofür das weiße Mana? Ich glaube, das Castle behalte ich sogar. Für den Moment. Auch nicht schlecht. Macht den Angriff halt deutlich besser. Da kann natürlich Mars Removal kommen. Dann in Mars Removal reinspielen ist nicht ganz so cool. So überhaupt nicht cool. Dann kommt aber Discard. Notfalls ein zweiter Davriel. Ist die Coco weg? Die Frage ist, kommt wirklich Mars Removal? Ich mache auf jeden Fall mal so den Angriff. Dann haben wir genau Coco Mana. Man blockt wahrscheinlich einfach den Llanowar-Elfen. Aber jetzt einen Lord suchen? Ich glaube nicht. Das kann natürlich klappen. Aber nicht, dass da wirklich Mars Removal kommt. Das wäre zu bitter. Ja, wir sagen einfach Go. Das sieht doch so in Ordnung aus. Und wenn wir gut treffen, nehmen wir. Vielleicht kommt eine Lilly zum Discarden. Ich bin mal wirklich gespannt, was da noch kommt. Gegen so Discard habe ich jetzt auch lange nicht gespielt. Murderous Rider. Dann würde ich das machen. Noch für den Bonus-Token. Ist okay. Marwyn und Lookout. Der Bonus-Elf. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Besser als Elvish Visionary jetzt. Da kann halt kein Land rauskommen. Das wird halt irgendein Elf. Und das ist relativ gut. Das ist doch wirklich okay, oder? Doppellord dahinter. Marwyn. Gefällt mir. Leute, gefällt mir. Wollen wir den Lord auch noch legen? Noch ein Lord? Da kommt kein Mass Removal, oder? Ich hoffe nicht. Leute, all in. Der Elfenklassiker. Dann einmal für 12. Die Sache ist, da muss halt ein Mass Removal kommen oder wir haben gewonnen. 2, 3 Lifelink reicht nicht. Jetzt bin ich gespannt. Das weiße Mana. Wofür ist das? Mass Removal. Da braucht man halt nicht unbedingt weißes Mana für. War ein bisschen riskant, Leute, aber gutes erstes Spiel. Mal schauen, wie es weitergeht. Wo sind denn meine Mana-Elfen? On the draw.
Ich weiß nicht. Es sieht nicht schlecht aus. Top Deck Lanova 11? Leute, wir keepen einfach mal. Doppel-Lookout, die neuen Karten. Nehmen wir. Getappter Tempel. Das kann ja noch einiges sein. Ja, ein Lanova 11. Wäre okay. Notfalls ein Sentinel. Ja, nicht ganz. Ein Wald ist ja fast ein Lanova 11. Nicht ganz. Oh, passt, machen wir Warmaster. Doppel-Warmaster, super. Das sieht allerdings nicht nach einem Kreaturendeck aus. Ein Scry-Tempel will man ja nicht in einem Mehrvolk-Deck zum Beispiel haben. Nee, es ist Mehrvolk. Interessantes Mana. Das war natürlich gut dann. Doppel-Warmaster ist super gegen Mehrvolk. Und es war ein langsamer Start. Auf beiden Seiten. Fair. Völlig fair. Ein One-Drop würde ich allerdings immer noch nehmen. Ist okay. Silvergill Adept. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Das geht super klar. Hätte man dann nicht lieber hier den Scout gelegt irgendwie für noch einen Land-Drop? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Das wäre doch machbar gewesen, oder? Ist gut für uns. Will ich mich mal nicht beschweren. Sehe ich dann im Schnitt ja nochmal, was genau da passiert ist. Die nächste Runde ist allerdings schon mal sehr gut. Trickster. Ah, der hat Flash. Ah, okay, damit ich nicht doppelblocke. Ja, man hätte sich das Mana machen müssen, auf jeden Fall. Jetzt machen wir gleich den Elfenklassiker. Wir hauen einfach das Board voll. Und wir haben mehr Mana. Ich hätte erst suchen sollen nach dem Elfen. Hätte vom Mana eh nicht geklappt. Wenn er jetzt doppelblockt den Warmaster kommt, das ist mir, glaube ich, egal. Dann gewinnen wir auch. Das war, glaube ich, nicht richtig gespielt mit dem Scout. Naja, gut. Konzentrieren wir uns mal auf unser Spiel. Doppelblock. Ja, ich glaube, der Speaker, der wird das nicht mehr reißen. Wir haben halt jetzt keinen super krassen Mana-Elfen gehabt. Eine nächste Runde Arcdruid, noch ein Lord. Ja. Wir wissen, wie explosiv Mehrvolk sein kann. Ah, das dritte Mana hätte früher kommen müssen und es hätte ein Reachery dabei sein müssen. Geht klar. Das geht auf jeden Fall klar. Weil Arcdruid Aktivierung Warmaster nächste Runde und alles explodiert. Moment. Wenn ich Angriff alle mache, Block 3, das sind 4 Token, soll das heißen, ne? Ah, nicht ganz. Wie sollen wir das noch verlieren? Ich mache einfach Angriff alle. Auch wenn man jetzt den Lord blockt. Fühle ich mich doch recht sicher. Da kann man ja irgendwie Doppelblock den Warmaster machen, oder? Nee. Ja, völlig in Ordnung. Minus 3 Leute nehmen wir. Chaotisches Spiel. Weiter geht's. Die Hand gefällt mir. Leider on the draw, aber auf jeden Fall. 10 von 10 Keep. Zug 2 Marvin. Ah, gegen Sacrifice vielleicht? Sowas in die Richtung. Es ist Sacrifice. Das ist sehr gut gegen uns. Mal gucken, ob wir das packen. So eine Marvin übernehmen, wegopfern in den Ofen, das ist halt nicht ganz so gut für uns. Oder direkt den Lanova-Elfen snacken. Das wäre aber okay. Nur das geht noch. Noch mit Korvold. Ach, das Eichhörnchen ist jetzt auch mit dabei. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Oh ja. Immer wenn man quasi was opfert, kriegt das eine Marke. Das ist ziemlich gut. Das ist ja richtig gut hier drin, ne? Also Removal ist auf jeden Fall ordentlich am Start. Wir spielen weiter rein. Mal gucken. Spielt das Deck noch den Korvold? Bestimmt. Bestimmt, oder? Na, ich meine, wenn die Marvin jetzt stirbt. Oh, das geht klar. Das geht super klar. Die Marvin überlebt. Ich wollte gerade sagen, ist nicht ganz so wie. Oh.
okay, das ist noch besser irgendwie. Mainphasig einfach, oder? Das Deck hat ja in der Regel kein Mass Removal. Ja, die Mainphasig, glaube ich. Hammer Top-Deck, Leute. Ja, bitte. Warmaster Bonus Elf. Oh ja. Jetzt fehlt nur noch die Freya Lease mal in Aktion. Hätte ich nichts dagegen. Wie viel spielen wir denn rein? Eigentlich spielen wir alles rein, oder? Also Mass Removal kommt wahrscheinlich nicht, Leute. Was geht denn ab? Ja, die Freya Lease würde ich gern noch sehen. Weiter geht's. Keine Freya Lease, aber auf jeden Fall ein Keep. On the draw, aber völlig in Ordnung. Wir haben den Zug 1 Lanova-Elfen. Der holt sofort das Tempo wieder rein. Optimal, Leute. Auch gar nicht mal so schlecht. Können wir Lookout, Shepherd machen und dann Coco. Das ist doch super. Dich habe ich jetzt noch nicht so ganz so oft in Aktion gesehen. Da bin ich mal gespannt. Warmaster, gerne. Wir müssen aber erstmal die Coco spielen, oder? Haben wir einfach Reanimator gefunden? Pyromancer. Oh, 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 oh. Jetzt eine Elesh Norn discarden, oder was? Der Emissary. Dann belebt den Emissary wieder. Und wir können keine Kreaturen mehr spielen. Oh, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und man hat... man hat Protection. Es ist ja kein Iona. Wo Glück gehabt. Nee, Moment. Es ist ja noch schlimmer. Weil man hat Protection, sprich, man kann keinen Schaden mehr von Kreaturen kriegen. Was mache ich denn jetzt? Das war's, ne? Habe ich verloren. Ich glaube, ich habe verloren. Neuer Rekord. Boah, ging das schnell. Ja, Leute, ich glaube... Mit der Priesterin. Was soll ich sagen? Jetzt habe ich Bock auf Reanimator. Es geht immer weiter. Das sieht aber gut aus. Eine Elesh Norn wäre auch schlimm, aber das ist nicht schlecht. Ja, eine Coco kann ich spielen, aber was mache ich dagegen? Nichts. Nichts. Ich kann nicht fighten. Ich habe keinen Removal. Und auch die Freya Lease macht nichts. Schutz vor Kreaturen. 7-7 fliegend. Und man selber hat auch Schutz vor Kreaturen. Das war's. Leute, das war's. Dann good game. Ich kann ja nochmal einen Angriff machen. Dann sieht man das noch einmal. Aber wenn man Schutz vor Kreaturen hat, dann kriegt man halt keinen Schaden mehr. Ist schade. Das ist ein ziemlich guter Konter gegen uns. Das kann ja nicht immer klappen, wie bei den Zombies. Ich verliere immer gegen das Deck, was ich dann als nächstes spiele, so wie es aussieht. Ja, man kann halt einfach angreifen. Das ist so gut. Man kann ja keinen Schaden mehr nehmen. Ja, Leute, dann droppen wir mal das Good Game. Schön schnelles Spiel. Dann machen wir noch eins. Einmal null. Good Game. Nicht schlecht. Kriegen wir noch ein Good Game? Good Game ist gedroppt. Okay. Leute. Nicht schlecht. Weiter geht's. Ist okay, würde ich sagen. Schön on the play. Nicht ganz so viel Mana. Wir brauchen halt einen Mana-Elfen. Oder noch ein Land. Aber das ist machbar, oder? Mal sehen. Mountain. Lava Runner. Dann einmal Hyper-Aggro. Burn. Mit ein paar Zauberern. Dann bauen wir mal Druck auf. Das Problem ist, unsere Arcturids werden das wahrscheinlich nicht überleben. Wir müssen immer 3 Mana bezahlen und dann wahrscheinlich hier mit 1 Mana rausgeburnt. Na, für 1 Mana rausgeburnt. Das ist echt nicht schlecht. Besonders, wenn da jetzt noch einer dahinter ist. Das wäre ein bisschen nervig. Nee. Immerhin. Immerhin. Das ist aber machbar gegen Burn. Das ist immer machbar. Na, der Arcturid. Na gut. Das ist jetzt keine Überraschung. Pyromancer. Natürlich ein guter Top-Deck, aber dafür muss der Druid überleben. Wenn wir einmal mit dem Druid enttappen, dann ist richtig Party. Aber werden wir nicht. Hier ist ja alles am Start. Schock, Lightning, Lightning Strike. Immerhin habe ich einen 2-3er Blocker. Okay, wir haben eine Coco.
Das immer besser. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen guten Block. 11 Leben. Könnte reichen. Leute, mal gucken. Boah, schnelle Spiele heute. 2-1-1er. Geht besser. Aber das sind auch zwei neue Elfen. Geht auch schlechter. Oh, das geht wirklich auch schlechter. Gehe ich auf 9? Ich glaube, das ist zu gefährlich, auf 9 zu gehen. Dann kann halt Triple Burn kommen. Ich bleib mal auf 11. Noch ein Land. Oh, das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Komm, noch ein Land für uns. Das ist auch gut. Dann können wir hier noch den Realmwalker legen. Ist halt deutlich... Oh, Coco auf dem Deck. Okay, Leute, komm, das packen wir. Oh, das sind aber echt gute Spiele heute. Ich meine, Elfen hatten wir schon oft. Aber die Spiele sind gut. Mhm. Deswegen wollte ich nicht auf 9 gehen. 11 ist schon besser. Wir müssen ja noch irgendwie das Spiel gewinnen. So ist das nicht. Ja, wobei, das ist wahrscheinlich sogar besser als die Coco. Was könnte die letzte Karte sein? Ist das noch ein Land? Also ich trete auf jeden Fall für 8. Wir wollen das Spiel nächste Runde gewinnen. Gut, dass wir eben den Block gemacht haben. Ansonsten wären wir auf 5. Und auf 5 können wir das Spiel locker verlieren. Wenn das Burn uns ist... Ne, jetzt sind wir safe. Oder? Nee. Slaying Fire plus Strike geht. Pillar. Royal Eruption. Leute, gut, dass wir geblockt haben. Oh, das war gut. Richtig knapp, aber richtig gut. Komm, eins machen wir noch. Weiter geht's. Das ist auf jeden Fall ein Keep on the Play. Ja, komm, Freya Lease. Würde ich mich noch freuen. Wir können uns wahrscheinlich vorstellen, was die Karte alles so machen kann. Aber so eine Aktion, mal so richtig, fände ich okay. Oh, Gobbos. Ja, ich glaube, blocken möchte ich nicht. Das wird dann wohl nochmal ein schnelles Spiel, wenn das wirklich Goblins sind. Aber mal gucken. Das ist eine gute Hand. So, an sich ist das super. Ist wohl kein Freya Lease Spiel. Das wird zu schnell gehen. Was kommt hier? Cycle Goblin? Nee, Charger. Nicht schlecht. Opfert man den Charger, um die Marvin kaputt zu machen? Sollte man eigentlich. Oh. Ah, dann kommt nächste Runde Muxus wahrscheinlich, oder? Oder will man das mit dem Trigger auf dem Stack machen? Geht ja dann immer noch. Ah, das Mana kriege ich auf jeden Fall. Dann wurde mir ein Mana geschenkt. Das finde ich gut. Also wenn man das jetzt machen möchte. Letzte Chance. Na? Also wenn man das Land und den Muxus hat, dann muss man halt ordentlich treffen. Das geht, Leute. Wir wissen, wie Goblins eskalieren. Okay, dann kommt hundertprozentig der Muxus. Irgendwie schon. Machen wir mal so. Noch ein Bonus-Elf. Bonus-Token. Dann haben wir schön Mana auf der Marvin. Oder wir können blocken. Und wir können auch das Spiel gewinnen mit dem Shepherd. Mal sehen. Was ist denn jetzt? Schieß ihn da. Okay, das war irgendwie das Beste, was uns passieren konnte, habe ich so das Gefühl. Nehmen wir. Dann wohl kein Muxus. Oder Burn? Was passiert denn da jetzt? Eine Fire Pro. Okay, das sieht aber völlig in Ordnung aus für uns, oder? Schon, das war okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, okay, es war okay. Das war wohl alles an Interaktion, was das Deck hat. Und jetzt haben wir eine 5-5er Marvin und ein Arc-Druid. Shepherd dahinter. Das Shepherd, würde ich sagen. Leute, einmal rausgescheppert. Ja, ich hätte auf jeden Fall die Marvin getötet, als die 1-1 war. Na gut, so läuft das manchmal. Leute, was für ein Durchgang. Könnt ihr noch an den Daumen denken, würde ich mich mega drüber freuen. Aber an der Stelle kann ich euch erstmal nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.